Willkommen zurück. Die letzten sechs Parts war ein kleiner Render-Fail und zwar waren die alle in 720p. Ein Problem daran war, ich habe es auch so aufgenommen. War ein bisschen blöd. Oh. Und ich habe eine Schrotflinte. Vorteil für euch war und für mich eigentlich auch, die Menüs waren da relativ groß gehalten. Jetzt habe ich so kleine Pizzle-Menüs, allerdings auch mehr Platz auf dem Monitor. Für mehr Action. Also jetzt rennen wir mal rein und ballern den einfach weg. Oh, da kommt direkt noch mehr. Nix. Klatsch. Ja, genau, wie lange lebt er denn? Ist klar. Ah ja, wir spielen auf Extrem. Nur mal so zur Info. Nein, oh. Tut auch was, Jungs. Und Mädels. Oh, was will er denn? Ein Centurio. Ich glaube, den werde ich mal wegschmeißen. Kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Und ich hoffe, dass sich meine Energie langsam wieder auflädt. Ich werde mal ein Medikit nehmen. Das sah ein bisschen behindert aus, so vom Werfen aus. Aber egal. Schrotflinte ist eigentlich auch nicht schlecht, wie man sehen kann. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Die Musik läuft noch, das heißt, hier sind noch Gegner. Tagebucheintrag, man sieht es auch, die ganzen Menüs sind alle ein bisschen kleiner gehalten. Endlich angekommen, wow, die Truppen hier meinen es wirklich ernst. Kein Lächeln, keiner lächelt nie und Selbstmord werden als... Mein Gott. Ich habe gerade einen Lesefail. Tut mir jetzt echt... Ah. Bergen, ein Medigel. Jetzt kommt mal mit. Soll ich irgendwo ein Bergungsgut einsammeln? Ach hier. Oh, was ist das denn? Kaffeemaschine? Achso, ein Eindämmungsfeld umgehen. Das sieht total seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Hab die Probe. Nimm ich. Oh, da unten ist noch eine Probe. Geil. Hey, was tut er? Lass mich mal da dran. Haust du mal ab. Munition voll. Achso, ich soll nur eine Probe holen. Ist ja langweilig. Ich dachte, ich müsste die alle einsammeln. Ach so. Oh, fuck. Was ist los mit euch? Oh, Mist, Centurio. Und weg ist er. Wo ist er hin? Oh, ob da die Singularität was bringt? Keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sehen. Kannst du mir sagen, was du hier machst? Warte, er wird jetzt mal eine Granate dahin werfen. Bäm! Oh oh. So gut wie tot. Was wollte der denn da machen? Paket hinlegen? Oh! Paket ist gut. Ein Geschütz und das Licht geht aus. Matsch. Okay, ich nehme gleich, glaube ich, mal eine andere Waffe. Einfach so zur Abwechslung. Und ein Medikit wäre nicht schlecht. Oh. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Oh, Medigel-Formel für Aliens.
Welche soll ich denn nehmen? Ach so, da unten. Jetzt muss ich die auch noch in einer bestimmten Reihenfolge aufnehmen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Hä? Drück. Oh. Es kann ein Hypertext sein, aber die Signaturen sind mir neu. Cortez, zweites Lager gesichert. Sind wir jetzt unterwegs, zurück zu Ihnen. 29. Landeplatz heiß, musste mich zurückziehen. Ab 3 Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Landeplatz ist heiß. Nur fuck. Durchhalten, bis Cortez uns abholen kann. Cortez. Ich hab nie behauptet, es würde leicht werden. Ich hasse diese Dinger, ne? Oh, oh. Nachladen. Weg mit dem Schild. Na, geht doch. Konzentration, es ist nicht vorbei. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Wieder ein Centurio. Na, wo bist du denn? Ach, da oben. Ist klar. Nein, oh. Das ist doch scheiße, habe ich nicht gesehen. Zweites Lager gesichert. Sind jetzt unterwegs, zurück zu Ihnen. Negativ, Commander. Landeplatz heiß, musste mich zurückziehen. Ab 3 Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Der Landeplatz ist heiß. Rendezvous so weit möglich, Ende. Wir müssen nur durchhalten, bis Cortez uns abholen kann. Ich stehe ja gern mit dem Rücken zur Wand. Ja, dachte ich es mir doch. Es würde leicht werden. Eben die Granate dahin schmeißen. Und nein, ging nicht. Ah, sauber. Die Granate macht nichts, wenn ich hinter der Wand stehe. Sauber! Konzentration. Es ist nicht vorbei. Nee, ich glaube auch nicht. Nur noch 5 Schuss durch den Monitor durch und der Kopf ist geplatzt. Wie geil ist das denn? Und wo sind wir? Da sind wir. Von wo haben die mich denn jetzt gerade angegriffen? Hab ich gar nicht gesehen. Ach da, meine Güte. Der leuchtet da und ich sehe den nicht. Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Viel Glück. Lieutenant. Letzte Schlacht, Commander. Konzentration und dranbleiben. Munition voll. Oh, wo soll ich denn hin? Oh. Ah, werf mal das Gerät mal um die Ecke. Mist, ich brauche Schilde. Ist er denn nicht als Gegner anvisiert? Schon wegen dem Rauch. Oh oh. Klatsch. Oh, wie viel die aushalten, ne? Unbelievable. Wird hier eingekreist. Oh. Sofort. Zurückziehen, Leute. Oh nein, er kommt um die Ecke, er kommt um die Ecke. Mist, keine Munition. Dann nehme ich doch die Automatikpistole. Um dann elendig zu sterben, wie ich gerade sehe. Oh.
Okay, der muss die Treppe erneut hochgehen. Ärgert er sich bestimmt ein bisschen drüber. Nein, weg mit dem Rauch. Klatsch. Also dieser Rauch ist so ein bisschen, ich sag mal, scheiße. Oh nein. Kommt schon alle auf den, wo ist er? Was für ein Kackrauch, ne? Ja. Ich warte mal eben, bis der Rauch sich verzogen hat da. Los, lad auf. Oh, nicht gut für die Teammitglieder. Ja, wo ist denn der Centurio hin? Aber die sind relativ schlau, die Gegner. Was machen denn meine Teammitglieder da? Die stehen ineinander, ey. Ich glaube es doch nicht. Cortez, hören Sie mich. Hoffentlich lebt er noch. Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten. Sauber. Nur den Landeplatz freihalten. Und... boah, zerplatzt. Keine gute Stellung hier, glaube ich, gerade. Schon dabei. So, den Centurio nehmen wir mal mit 3. Oh, fuck. Commander, ich musste auf die dunkle Seite, um sie abzuschütteln. Komme jetzt zurück, aber es wird heiß. Auf die dunkle Seite? Sind jetzt unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Jetzt auch noch Hektik hier. Okay, komm, mach den fertig. Mach den fertig. Aber jetzt im Ernst, jetzt ist die Asari da hinten. Und er guckt die ganze Zeit nach oben und hat da irgendwo einen im Visier. Vielleicht ist da oben ja einer, kann ja sein. Nein! Ich renne nur hin und her. Mach ich! Bestätige! Ach, eine Wache ist da oben, ah. Könnt ihr mir mal bitte folgen? Okay, dann sollen die den mal angreifen. Bäm! Und jetzt lasse ich... Nein, für eine Granate ist immer Zeit, oder was? Boah! Da rollt er sich weg, der Wichser! Wir sind am Exfiltrationspunkt. Bereit zur Abholung. Bin gleich da. Jetzt kommen die von beiden Seiten. Oh nein, jetzt bin ich tot. Bestätige. Komm schon. Und den Centurio. Wem reicht es? Okay, platt ist er. Oh, verdammt. Ich brauch mein Schild.
Lauf! Boah! Kommt das Menü nicht? Ich glaube doch nicht. Aber trotzdem noch geschafft. Sauber! Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Immerhin. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Sauber. Spiel wird gespeichert. 10.000 Credits und plus 5 Ruf. Und ich hatte doch gerade ein Level. Warum habe ich nicht abgegradet? Oh, 6. Was nehmen wir? Den Meister, die Meisterschaft oder den Warp? Ne, der Werfen. Ich würde fast sagen Werfen. Und zwar, zweites biotisches Wurffeld betrifft ein zusätzliches Ziel in der Nähe. 60% schnelleres Aufladen. Ne, ich will zwei Leute wegschmeißen. Noch besser. So, das voll. Ach Mist, die anderen habe ich ja noch gar nicht drin. Was denn erweitert? Achso. Okay. Entwickeln Sie irgendeine Ihrer Kräfte komplett. Oh, Ex-Cerberus. Oh. Cerberus-Forschungsdaten. Oh, die helfen mir quasi jetzt den Krieg gegen die Reaper. Wohin geht's? Ich würde fast sagen zum Kampfinformationszentrum, an der vorher nochmal in die Forschungsabteilung. Weil ich ja da auch irgendwas gefunden habe. Hast du die Citadel gesehen, als wir auf Landgang waren? Man merkt dort überhaupt nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Ja, wenn da der Krieg ist. Crewdeck, genau, hier war's. Bei Liara. Ah, meine Güte, war das gerade knapp in der Mission. Das private Nachrichten. Wie, keine Upgrades? Terminal hat neue Korrespondenz. Hallo, Shepard. Also die Menüauswahl in der anderen Auflösung hat mir eindeutig besser gefallen. Was gibt's Neues? Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper, aber nur die Proteaner hatten umfassende Informationen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Wir reden später, Leon. Natürlich. Natürlich. Jetzt zum privaten Terminal und... Oh. Kapitänskabine, gehe ich mal später rein. Da. Keine privaten Nachrichten. Komm, sag es mir. Na? Hallo? Ja, dann nicht. So, das haben wir, glaube ich, erforscht. Was denn hiermit? War ich da nicht gerade? Und wir fliegen nach... Moment, Decoris, 50%. Ja, was denn das? Ich kann da noch mehr rausschlagen, deswegen. Ah. Warte, ich mach mal folgendes. Ich fliege mal genau in die Mitte und mach mal so. Signal bestätigt. Oh. Da passiert was. Umlaufbahn anfliegen, verlassen. Also jeden Planeten hier vorlesen braucht keiner, glaube ich. Scanner starten. Meine Güte. Da haben wir es doch. Oh, Fundbüro. Oh. Raketenwerfer Javelin.
Scanner schließen, verlassen. Okay, 50% habe ich. Jetzt scanne ich hier nochmal. Oh, Reaper-Aufmerksamkeit. Oh, jetzt sollte ich mal schnell hier weg. Hilfe! Wo fliegen wir hin? Ah, hier ist die Karte irgendwie scheiße, würde ich fast schon sagen. Momentan noch relativ unübersichtlich. Arnors Becken. Scanne ich da noch ein bisschen rum, um dann weiter der Story zu folgen. Bäm! Ich habe ja Zeit, ist ja nicht so, dass die Erde gerade überrannt wird. Manu! Treibstoff kaufen. Ich glaube, ich kann nicht ganz in Ruhe scannen. Kann ich nicht diese Trümmer hier durchscannen? Also richtig was finden tue ich eigentlich nicht gerade. Ist aber blöd. Ja komm, ich hau ja schon wieder ab. Kann ich nur Munition, Treibstoff kaufen. Massenportalsprung nach. Apin kann's. Und. Bäm. Oh. Jetzt kann ich alles abscannen. Nichts. Ich weiß gar nicht, mache ich das hier richtig? Ich scanne hier einfach blöd rum. Castellus. Ich will erstmal was finden, bevor ich jetzt hier weitergehe. Oh. Ich habe etwas gefunden. Oh, krass. Und die finden mich auch, glaube ich, gerade. Untersuchen. Ein Wrack. 350 Einheiten Treibstoff. Wow, hat der mal richtig gelohnt. Schon besser. Oh. Schnell, bevor die Reaper da sind. Fundbüro 3. Banner des 1. Regiments. Und was bekomme ich? Banner des 1. Regiments. Schön. Und ich glaube, nochmal scannen sollte ich mir sparen. Die sind gleich da. Also auf nach Gemae. Oh mein Gott. Ein weißer Riese. Ja genau, der Planet ist genau hinter dem hier. Ach, da hinten, der kleine Punkt. Signal bestätigt. WTF. Einheiten Treibstoff. Und was haben wir auf dem Planeten? Scanner starten. Ich hoffe, was Gutes. Oh, 90. Flottille der Turianer. Also dann mal wieder raus. 100% und weg hier. Obwohl, hier kann ich doch scannen, oder? Hier ist doch Latte, hier ist doch ein Story-Bereich. Und noch einmal hier rüber. Noch ein bisschen Treibstoff gekauft. Na? Und landen. Ja, wen nehme ich wohl?
Lass den aber Aussehen ändern. Ah, die Farbe. Ne, das sieht cool aus. Das sieht hier oben viel brutaler aus. Und annehmen. Ausrüstung kann so bleiben. Die hat sich seit dem letzten Kampf ja nicht wirklich geändert. Was wird jetzt abgegradet? Die Warp-Munition. Ne, Moment. Stase. James. Ich spare die Punkte. Oh! Das sieht jetzt nicht so gut aus. Oh, krass. Fliegen da einfach durch. Ja, genau, wir fliegen jetzt unbemerkt dahin. Nein, das ist Palavan. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Er ist drin rumstochern und dann sagen, tut mir leid. Die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Ladezone räumen.